einen der letzten Hauptkämpfe dieses Abends. Wo ich am meisten, oder die meisten aber sehr gespannt bin, denn da kämpft Ravel Schönwald von Hanse Gym in 82 Kilo Klasse gegen Muay Thai Fights Sports aus Schweiz, Marvin Bella. Der Marvin Bella ist vor kurzem Schweizer Meister geworden. Den Ravel kenne ich noch persönlich, habe einige Sparrings mit denen zusammen gedreht. Damals war ich glaube mit 76 Kilo gestartet. Älter geworden, auf 82 umgestiegen. Hat ziemlich spritzige Lowkicks, die habe ich damals auch zu spüren bekommen. Aber der Marvin macht auch sehr gut. Hat wirklich schon Eindruck. Legt auch gleich los. Den Ravel habe ich auch schon mal kämpfen sehen. Hat sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Schöne Rechte von Ravel. Bringt den Gegner hier aus dem Gleichgewicht. Marvin aus der Schweiz. Schöner Heike von Ravel. Auch schöne Auge für die Distanz der Ravel. Schöner Kick. Hier rein. Ja. Schöne kurze, knackige Kombi. Gefällt mir. Oh, starke Backfist, die hat gesessen. Die hat Marvin ein bisschen durchgeschüttelt. Jetzt kommt der linke Knie. Aber ist da. Zeigt, komm. Das macht mir nichts aus. Ballert weiter. Marvin übt auch seine ganzen Kombinationen mit Kraft aus, Explosivität. Ja, und das alles für drei, mal drei Minuten ausreicht. Hart zu arbeiten. Ja, guter Low-Kick. Low-Kick-Deal gekommen, ja. Da muss Ravel aufpassen, wenn er jedes Mal abgibt. Bedankt sich irgendwann mal der Oberschenkel. Oh, das Knie ist gekommen. Loki von Marvin immer wieder durch. Schön zurückgewischt. Kommt nach vorne. Und den Kick, sie kommen immer super durch. Gut getimter Frontkick. Leicht umgeknickt. Genau das meinte ich. Tieftreffer, das kann immer mal passieren. Da stellen wir mal keine Absicht. Gerade wo Ravel den in Loki geschlagen hat, ist er. Ja, in der Bewegung. Mit dem Jab nach vorne marschiert. Schüttelt hier mit dem Kopf. Wer es kennt, weiß ganz genau, was das ist. Das wünscht man sich keinem. Dann wieder fokussiert in den Kampf reinzufinden. Klar, beide auch Tiefschütze an. Aber trotzdem, wenn man so einen Low-Kick abbekommt, auch mit Tiefschutz in die Mitte. Das wird einfach alles nach oben gedrückt. Ja, gut beschrieben. Da bringt nichts mehr. Schöner Jab. Super Kombination von Ravel. Jetzt Maschine nach vorne, kommt die Schickt ihn hier runter. Wird angezählt. Angezählt. Die Rechte kam doch durch. Sollte sich die Zeit nehmen. Sollte sich die Zeit nehmen, die er hat. Ja, das ist der fatale Fehler, immer sofort aufzuspringen und zu sagen, ja, ich bin da. Das sage ich meinen Schülern auch immer wieder. Wenn ihr schon angezählt seid, dann ist der Kampf sowieso verloren. Dann nehmt euch lieber die Zeit und holt ihr die Luft. Ja, korrekt. Statt sofort aufzuspringen. Aber wollt ihr vielleicht auch zeigen, hey, das hat mir nicht wehgetan. Wollt ihr vielleicht den mentalen Kampf dadurch gewinnen? Hier noch mal dieser schöne Kick. Ja, die High Kicks von Rabe, die kommen immer. Ja, der Tieftreffer, ja. Ja, ja. Dann auch mit voller Wurf. Und hier kann direkt da.
Marvin Beller, der Schweizer Meister. So, Ring 2, zweite Runde. Feuert hier los, Körper, Kopf, Knie. Jetzt hat er gemerkt, dass die Wirkung hinterlassen. Und das Knie wieder. Wird wieder angezählt. Nimmt sich jetzt die Zeit. Sollte sich die Acht aufnehmen, macht er. Hat der Rabe jetzt Blut geleckt. Stellt Marvin erstmal in den Cage. Kein Schritt zurück. Starker Jab. Gut geblockt. Marvin hat jetzt den Druck ein bisschen rausgenommen. Holt sich vielleicht Luft, um dann wieder auszubrechen. Körperhaken und das Knie in die Mitte. Jawohl. Die Knie kommen immer Knie durch. Zum Kopf. Er wird bis zum zweiten Mal angezählt. Hat sich auch ein Cut geöffnet an der Augenbraue. Ja, dann gibt es ja auch Cuts. Gerade nicht tief aus, aber ich kann es nicht genau sehen. Abbruch, Stoppage. Wie das Knie, das den Cut geöffnet hat. Erstmal Knie zum Leber und dann den Kopf. Ja, sehr schade. Ich hätte den Cup gerne noch weiter gesehen, aber ja. Soll sich auch keiner ernsthaft verletzen. Rabe kann sich über den vorzeitigen Sieg freuen, über seine Prämie. Ja. Bekommt ihr den Applaus, hat hier viele Fans. Da gab das erste Knie. Hier das Abschluss. Gut macht es. Zufriedener Coach.